Guten Tag, so, neues Video, heute CL55 AMG, Babbo-Auto, ja, also zu seiner Zeit mit die Speerspitze und einer meiner Lieblingsmotoren. Ich hatte gestern nachgeguckt, Tim, deswegen habe ich heute gerufen, ist glaube ich schon über 1,5 Jahre her, dass wir letzte 55er Kompressor-Video gemacht haben. Und da habe ich gedacht, hole ich euch dazu. Ich habe das Auto gestern schon gemessen, der ist soweit fertig. Ich kann mal kurz kommen, wir gucken erstmal rum, bevor wir Action machen hier. Also Modell C215, 55er Kompressor, serienmäßig 500 PS, 700 Newtonmeter. Die Autos werden mittlerweile wieder teurer, aber nicht wegen der Karosse, sondern wegen den Motoren, bin ich der Meinung. Das ist ähnlich wie beim 5-Zylinder. Früher hat man sich nur ausgesucht, im 5-Zylinder, also 20V Turbo aus dem Audi, nimmt man den NS2, im RS2. Heute ist egal, wo dieser Motor drin ist, jede Karosse teuer. Und das ist das Gefühl, was ich hier auch habe. Es ist egal, ob es eine E-Klasse ist, ob es ein SL ist, ob es eine S-Klasse ist, überall wo der Motor drin ist, der für mich einer der geilsten Motoren ist, weil wir gleich auf Emotionen beim Fahren wiederkommen. Das ist ein Motor, der wirklich Emotionen verleiht. Ist, glaube ich, die Karosse mittlerweile egal, weil die war mal gar nicht so teuer. CL wollte nie so richtig, glaube ich, eine haben. Schlagt mich nicht, wenn es so ist. Wenn es nicht so ist, die haben natürlich auch Probleme mit Elektrik mittlerweile. Sitzvorstellung funktioniert man nicht und. Also das ist ein Auto, was auch ein bisschen Liebe und Wartung braucht und nicht ganz günstig ist, aber hat auch ein paar geile Features, Tim. Ich würde dir gerne mal zeigen, wie die Tür aufgeht bei dem CL. Ist ja eine relativ große Tür und da hat Mercedes sich damals schon richtig was Geiles bei einfallen lassen. Guck mal, ob du hier auf dieses Ganze filmen kannst, wenn du nicht ganz so nah dran siehst. Die geht nicht nur einfach auf, die geht nach vorne dabei. Siehst du das? Siehst du von innen, glaube ich, viel besser, wie weit diese Tür nach vorne geführt wird. Sieht man aber ganz gut hier. Um Platz zu sparen. Innen drin siehst du es noch mehr, wenn du von der Seite mal reinfilmst. Da kannst du mal sehen, was die sich schon Gedanken gemacht haben, damit du einen großen Öffnungswinkel hast, aber nicht so viel Platz im Parkhaus brauchst. Du musst ein bisschen zurückgehen, wenn ich die Tür nämlich jetzt zumache. Ich wollte die Scharniere zeigen, also, die das umsetzen. Also ist ganz, wenn du drin sitzt, setz dich mal ruhig rein. Hast du genug Weitwinkel? Sieht ganz wild aus. Warte, ich mach mal deinen Sitz ein bisschen zurück, da hast du ein bisschen mehr Platz. Das sind so Sachen, die finde ich ganz witzig bei solchen Autos. Ja, du fährst ja eh gleich eine Runde mit, da können wir den Sitz schon mal richtig einstellen für dich, ne? So, guck mal, wenn ich die Tür jetzt zumache, wie cool. Das, ich weiß nicht, ob das auf der Kamera wirkt, wie die so zu dir schwenkt. Ja, doch, sieht man. Ja, cooles Feature zu der Zeit. Ansonsten natürlich hier mit alles beledert. Hier haben sie natürlich jetzt hier so eine Carbonfolie draufgeklebt und so, ne? Das ist. Ja, das ist Holz drunter, ne? Schönes Holz, was für eins, wissen wir nicht. Aber darum geht es ja nicht. Wir wollen ja Motor gucken, beziehungsweise ja Motor- und Getriebesoftware an dem Auto gemacht. Wir können eigentlich jetzt auch schon mal die Leistungsmessung einblenden. Die Leistungsmessung habt ihr jetzt gesehen. Wir fahren jetzt hier abgestimmt. Zeige ich euch gleich, was hier überhaupt gemacht wurde. Also, als erstes haben wir ja, wie gesagt, 55er Kompressormotor. Und hier haben die Jungs unten die Riemenscheibe vergrößert. Ja, wir haben immer mehrere Möglichkeiten. Hier haben wir ja im Prinzip den Ladedruck über einen Kompressor, der mit Riemen angetrieben ist. Und wir können halt nur mehr Ladedruck fahren, wenn wir die Übersetzung ändern. In dem Fall unten größer. Man kann auch hier oben kleiner machen. Hier haben wir diese Oldschool-Variante, wie das früher gemacht wurde, nämlich unten der Original-Riemendämpfer abgedreht und ein Aluminium-Drehteil drüber geschoben, mit Mahnschrauben festgemacht. Auf welches Teil muss ich gehen? Auf das da hier? Da unten, da. Genau. Ja, richtig? Genau, das ist der Original-Schwingungsdämpfer, der ist abgedreht. Dann kommt ein Aluminiumteil drüber gestülpt mit Kleber und mit Mahnschrauben. Die siehst du da, diese ein, zwei Bohrungen mit Mahnschrauben. Verschraubt, sodass ich das nicht wegdrehen kann. So hat man das schon vor, ja, als die neu waren, gemacht. Und ich habe sogar die Dinger früher bauen lassen. Wir haben früher selber diese Kompressorräder hier gehabt. Mittlerweile geht man oft hin und macht hier oben das Rad kleiner. Dann gibt es noch Umlenkrollen, damit der Riemen mehr gespannt ist. Dann kommt hier noch eine Rolle hin, Tim, das kannst du auch nochmal zeigen. Dann kommt hier eine Rolle hin, damit der Riemen länger oder mehr Auflagefläche hat, damit der Riemen nicht so schnell durchrutscht. Dann haben die Jungs, habe ich gesehen, hier den Ausgleichsbehälter, also das ist ja Wasserladenluftkühlersystem. Das heißt, die Ansaugluft wird hier oben mit Kühlwasser oder mit Wasser gekühlt. Und serienmäßig, habe ich ja schon mal gesagt, ist das mit dem
Kühler, Kreislauf an verschiedenen Stellen zusammenkombinieren. Die haben das hier komplett getrennt. Du siehst, hier ist ein Blindteil drin, damit das nicht mehr in den Original-Ausgleichsbehälter geht, sodass Wasser-Nahluftkühler-Geschichten komplett getrennt sind. Ja? Das zweite ist, die Pumpen gibt es mittlerweile in Größe, dass du eine größere Kühlmittelpumpe für Ladeluftkühler hast, damit du mehr umwälzen kannst. Die Schläuche gehen oft zu. Das Auto hat jetzt schon über 200.000 gelaufen und dann sehen natürlich auch so Kühlerpakete, wenn du hier unten mal reinguckst, Tim. Ich weiß nicht, ob du das siehst. Weiß ich nicht. Kann man das sehen, wie schlecht, wie die Kühlleistung nimmt natürlich ab. Man sieht schön auf dem Bild. Wenn das natürlich alles zerbombt ist, nicht undicht, sondern einfach zerbombt ist, und dreckig ist, geht natürlich die Kühlleistung auch im Keller. Und das sieht man bei dem Auto ganz gut. Die Ladeluft steigt schon. Ist nicht so, dass sie jetzt hier defekt ist. Funktioniert noch, aber zwei, dreimal Gas geben und die geht schon deutlich höher, als sie müsste. Also ich würde hier nochmal neuen Schlauch an der Pumpe machen. Der zieht sich bestimmt zusammen. Neue Wasserkühler rein. Dann wird man hier schon mal wieder besser fahren. Ja. So, was haben wir an Leistung? Wir haben aktuell 547 PS. Und 810 Newtonmeter bei 200.000 Kilometer mit Änderungen, wie gesagt, nur Änderungen vom Kurbelwellenrad und Änderungen vom Ausgleichsbehälter. Das, wenn Leute sagen, wie geht mehr Leistung, wir haben beim Raphael bei Sterngarage auch schon welche gemacht mit über 600 PS. Da muss aber dann Krümmer gemacht sein, Ladeluftkühlung muss top sein, großes Riemenrad. Ich glaube, das hier ist nur ein 176er müsste das sein, 176 oder 178 mm. Das geht auch heute größer, gerade wenn man oben kleiner macht. Also man könnte auch mehr Ladedruck fahren, nur dann muss man richtig was in die Ansaugluft investieren, weil das ist ein Thermikproblem bei dem Auto. Hier muss die Thermik funktionieren. Ja, ich habe mir gedacht, geiler Motor, geiles Auto, wir könnten mal eine Runde fahren. Wetter ist nicht so geil, Tim, oder? Reicht. Reicht? Ist leicht nur am Nieseln, mehr ist ja nicht. Also ich werde dich, wir fahren jetzt gleich, wir gucken mal, wie so ein Hecktriebler mit 810 Newtonmeter auf die Hinterachse fährt. Wir fahren mal, wir gucken mal, ob wir an unserem gemieteten Platz 100-200 fahren können. Vielleicht ist da auch trocken, ist ja ein paar Kilometer von hier weg, ne? Wir haben ja hier nicht so relativ gutmütig ansteigendes Drehmoment und Leistungsverlauf, damit das gar nicht mal gut funktioniert. Ich bin gespannt, also hier, die Räder, wie findest du die Räder? Das müsste, wenn mich nicht alles täuscht, Lorenzer Turbinenrad sein. Wie gefällt dir sowas? Auf dem Auto gut. Auf dem Auto finde ich es ganz passend. Ich fand es früher eine richtig schicke Felge. Auf vielen Autos wird das bestimmt nicht aussehen. Aber bei dem? Das ist ein 19 Zoll Rad. Passt und wirkt gut. Aber erstmal ganz klein. Also ich hätte erst gedacht, wäre 18 Zoll. Sah so klein aus. Ist aber 19 Zoll. Und wie gesagt, diese Turbinenradfelge, ich glaube, das war früher Lorenzer, ihr könnt ja in den Kommentaren mal schreiben, ob das Originale sind, ob man das so sieht, fand ich immer ganz schick, wenn ich ehrlich bin. Ja, Getriebesoftware, schnellere Schalten, Drehmomentbegrenzung, Schaltdruck, wird er gleich spüren, das Ding schaltet dann auch mal anständig. Motorsoftware, VMAX raus, Leistung raus, Kickdown und solche Sachen, alles ein bisschen vorschneller, damit das Ding mal vom Opa-Feeling so ein bisschen ins Sport-Feeling geht. Also alles was knackiger, was schneller und damit fahren wir jetzt einfach mal. Bitte, wir machen jetzt mal den ersten Traktionstest, ob wir überhaupt dahin fahren müssen. Aber hier sieht eigentlich ganz gut aus. Oh doch, ne? Gar kein Problem. Original Auspuffanlage das Auto, originale Krümmer und für mich hört sich das, ist mir gestern schon aufgefallen, so von der Auspuffanlage an, als wenn da ein Cut oder so lose wäre vielleicht. Hörst du dieses leichte Rasseln im Auspuff? Ich habe aber jetzt auch nicht so viele von den Fahrzeugen gefahren. Ich weiß es nicht so genau. Okay, also für mich hört sich erstmal normal an. Achte mal einmal kurz drauf, dann weißt du vielleicht, was ich meine. Weiß ich nicht. Okay, gut. Hast du jetzt irgendwie was gehört? Ja. Du hast so leichtes, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, ein leichtes Zipsen. Mhm. Ja gut, wie gesagt, über 200.000 gelaufen, originale Auspuffanlage, da kann ja auch irgendwo mal sich in einem Schalldämpfer was gelöst haben. War doch immer. Fehlt so ein bisschen, ja? Also ein bisschen Sound könnte noch sein, aber was sagst du denn so vom Antreten für so? Hättest du das jetzt erwartet in dem Auto? Ja doch, nachdem ich ja jetzt weiß, wie viel Leistung der hat schon, ne? Also. Also passt aber gemessene Leistung zu Popometer im ersten Moment, dass du sagst, das paart sich. In dem Auto kommt das noch rüber. Ja, man merkt aber schon, dass das ein relativ schweres Auto ist. Ja, ne?
Ja. Ist, so. Ist halt S-Klasse als Coupé. Also ist alles das, was ging zu der Zeit. Und auch größenmäßig hat größer gemacht, wenn wir auseinandersitzen. Ja, also fahren wir zu unserer Strecke und gucken wir mal, was wir, ob wir Traktion finden, oder? Dann bis gleich. Rückweg zurück in die Firma wollen wir und Zeiten konnten wir gerade für euch fahren 100 200 niedrige 9 Sekunden. Das passt auch, weil mit der identischen Leistung fährst du in einer E-Klasse als Limo, die ja leichter ist, hohe 8 bis mittlere 8. Hier wissen wir, die Ladeluftkühlung ist nicht mehr top, das heißt, er wird auch heiß beim Beschleunigen. Also passt für mich. Gerade auch für so ein schweres Ding, für ein CL 55 aus 2003, unter 10er Zeiten. Ich mag diesen Motor hier drin. Du gibst leicht Gas, wir können gleich nochmal vor so einem Einzelfang, du hörst den einfach. Das ist so ein raues, das gefällt mir hier drin. Das sind ja auch 5,5 Liter. Ja, V8, Kompressor drauf, Steinzeittechnik auf Deutsch gesagt, auch Getriebe Steinzeit, alte 5G-Tronik. Und trotzdem macht das alles das, was es soll und vermittelt dir noch die Kraft. Der sagt dir ja, ich habe Power. So, hier, dieses leichte Gas geben schon. Du hörst ihn, du spürst ihn. Klar, dein AMG GT macht das hinten aus dem Auspuff, ne? Dieses auch, dieses Mercedes-typische... wie ich das beschreiben. Die haben ja so einen langsamen Sound. Einen dumpfen, langsamen Sound, würde ich da beschreiben. Ich meine, auch so bei diesem leichten Raus macht deiner ja so... Ja, ist richtig. Und das machen die ja so von der Motorcharakteristik vorne raus schon so. Also ich denke, deiner ist zwar lauter und alles, aber diese Charakteristik ist hier schon damals da gewesen, oder? Ja, wobei das ein ganz anderer Motor ist, ne? Hat nichts miteinander zu tun. Ne? Aber gut, V8 beides, ne? Ja, ja, aber ganz bei andere. GT sind nur noch 4 Liter. Ja, richtig. Ich meine aber... Du weißt, was ich meine. Also ich meine, diese Emotionen, die damals schon so hatten, habe ich das Gefühl, haben die weiter versucht in... Ich finde es bei dir zwar noch ein bisschen langsamer gemacht, ja, mir ist es auch zu langsam, der Sound, aber hier hört man es auch schon. Diesen typischen Mercedes untertouriges Dahingeblubber. Ja, das ist, glaube ich, halt einfach so, wenn du so Baujahre hast, wo jetzt einfach aus irgendeinem Grund PDC piept. Aber der hat noch hier rechts, das kennst du das hier, dass du rechts und links den Sensor hast, dann zeigt dir hier rechts und links an. Ja, kenne ich. Ne, viele das gucken nur dein, hä? Nein, du hast für die rechte Seite und für die linke Seite. Dieses Piepen macht die E-Klasse von der Oma aber auch. Immer wenn du losfährst, piepen die Sensoren einmal falsch und dann gehen sie wieder aus und dann ist okay. Das ist übrigens selbe Baujahr. Deine Oma hat ja einen W211, das ist dieselbe Zeit. Ja. Und den von der Oma, den W211, gab es ja mit diesem Motor auch. Damit haben wir ja schon mal ein Video gemacht. Oder vielleicht sogar zwei Videos dazu. Demnächst können wir das aber noch mal mit dem SL machen, weil ich habe noch ein SL, wo wir dasselbe Programm wie hier eigentlich auch noch mal machen können. Ja, so, viel zu lange gequatscht. Hier hat er aber jetzt auch ausgemacht. Hier, deswegen sind die Piepdinger aus. Oder ist das, weil wir fahren gerade? Weil wir fahren wahrscheinlich, ne? BDC aus. Du kannst ja gleich mal langsamer werden, dann können wir darauf achten. Ja, cool. Der müsste die ja Mercedes-typisch vorne aktivieren, wenn wir langsam genug fahren, oder? Bus macht das nicht. Ich sagte ja gerade Mercedes-typisch. Ja. Bus ist gefährlich, macht das nämlich nicht erst, wenn du Rückwärtsgang eingelegt hast. Da kannst du auch schon mal vorne irgendwo gegenfahren. Hat so einer schon, wenn du an der Ampel stehst, die Hold-Funktion? Nein. Nein, nein. Sicher? Ja, ganz sicher. Ganz sicher. Hier ist nichts mit Hold-Funktion. Nee, hat er, glaube ich, ausgeschaltet, weil er gemerkt hat, er hat irgendein Problem. Okay. Es gab ja bei Mercedes-Dingern, wo du dann die Bremse feste oder zweimal treten musstest, irgendwie sowas. Ich glaube, SBC oder so hieß das früher da mal irgendwas. Keine Ahnung. Hier ist natürlich ABC-Fahrwerk drin. Aber nochmal, die E-Klasse von der Oma, die hat das. Ja? Ja. Wie denn?
ich stehe jetzt einfach nur in der Ampel und drücke dann die Bremse ein bisschen fester, dann hält er die fest. Dann zeigt er in der Mitte an, irgendwas mit SPC irgendwas, nicht Hold. Ich meine, da steht was anderes. Könnt ihr meine Kommentare reinschreiben? Ich wusste das jetzt gar nicht. Oder ich vertue mich gerade, aber ich meine schon, ich stand mit dem Wagen an der Ampel und konnte den so festbremsen. Der hat das gehalten. Schreibt das meine Kommentare, ob es das beim W211 schon gab. ABC-Fahrwerk, einfach nur mal drüber gesprochen zu haben, ist, wenn was dran ist, auch relativ teuer zu machen. Ne? Also viele gibt es Möglichkeiten, aber auch ABC-Fahrwerk heutzutage rausschmeißen. Ist auch vom Komfort nicht so das beste Fahrwerk. Das gibt es auch in der Form nicht mehr bei Mercedes. Ja, hört ihr an. Aber das Schönste ist ja hier Manuellknopf. Einmal so im zweiten runter. Na gut, jetzt haben wir ESP alles an, so zweite Gang und dann einfach mal so. Ah. Warum machst du denn mit der Kamera so komische Bewegungen? Was soll denn das? Hä? Ist schon geil. Der Antritt ist schon sehr gut. Der Antritt ist wirklich gut. Ja. Da ist ja im Grunde keine Verzögerung, geht das sofort los. Ist geil. Ist geil. Und was du halt in der Motorsoftware und so halt schneller machen kannst, ist halt dieses Ganze. Wenn du jetzt hier ganz normal auf, nee, da wollte ich jetzt nicht zeigen, ich habe es nur hier auf manuell wieder gemacht. Die Reaktionszeit zum Beispiel, ich tritt jetzt Kickdown, wie schnell der drauf reagiert. Ja, das sind so Sachen, die man in der Software dann anpasst und die ich dann mit anpassen kann, dass der einfach schneller reagiert, weil sonst ist das bei den Autos relativ müde. Du kriegst Kickdown und dann warten wir mal über eine Sekunde, bis was passiert. Und das kann man verkürzen, solche Sachen. Und dadurch fühlt das Auto sich einfach agiler an, weil du trittst jetzt drauf und der macht direkt. Okay, gut, jetzt hat ESP alles weggeregelt, aber der macht sofort und wartet nicht so lange auf die Reaktion. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. 55er Kompressormotor. Wir sind raus. Ciao.